Unter dem Motto «Neue Sportanlage Sternenfeld» plant die Gemeinde Birsfelden ein Megaprojekt. Bei mir ist der Gemeindepräsident Christoph. Sag mal, Megaprojekt habe ich jetzt gesagt. Ich glaube, du bist schon recht, wenn ich stand dort mitten auf einem Platz, der eigentlich in der Dimension extrem riesig ist. Was bedeutet das? Was denken Sie daran? Ja, wir überlegen uns, wie unsere Sportinfrastruktur in Zukunft gebracht werden kann. Wir reden hier von einem Perimeter von mehr als 80'000 Quadratmetern. Also eine riesige Fläche, die beinhaltet unsere Sportanlagen plus diejenigen von der Roche Sportclubs. Und weil einiges an deren Infrastruktur ein bisschen in die Jahre gekommen ist, müssen wir uns langsam eine Neuplanung machen. Was bedeutet das, wenn du die Roche-Plätze angesprochen hast? Gibt denn das eine Fusion? Das ist ein Partnerprojekt, das angedenkt ist. Also wir haben die Roche gefragt, ob sie interessiert wären, mit uns zusammen so eine Planung anzugehen, weil eben ihre Infrastruktur auch in die Jahre gekommen ist. Und sie haben das bestätigt, dass sie da interessiert wären, dass wir das gemeinsam machen würden. Und das gibt natürlich einiges an Synergien, die wir nutzen könnten. Was würde das bedeuten? Ich meine, bei der Tribüne ist es relativ augenscheinlich, aber was bedeutet das für das ganze Areal? In einem Aufwisch, einmal durch und alles, also es wird nicht saniert, es wird neu gebaut. Ja, von dem gehen wir im Moment aus, ja, weil wir haben zwei Herausforderungen. Die eine Herausforderung ist, dass der jetzige Bestand, so wie die Sportanlagen jetzt hier stehen, extrem flächenineffizient ist. Also wir haben hier extrem grosse Freiflächen, also Bereiche, die nicht genutzt werden. Es ist sehr grosszügig dimensioniert. Und wenn wir das natürlich zusammen mit der Roche könnten machen, würden wir das in der Planung mal, also so sind wir, ist es mal andenken, dass wir das von neu aufdenken und dort vor allem auch noch die Halleninfrastruktur mit einbeziehen. Aber dass alles, dass die gleiche Nutzung auf einem viel kleineren Fußabdruck stattfindet. Wie läuft der Weg an das Ziel an? Ihr habt jetzt noch keinen Gemeinderatsbeschluss. Wie ist die Timeline in diesem Projekt? Also was wir jetzt mal zuerst gemacht haben, ist die Vereine, die Sportinfrastruktur im Moment nutzen, sowohl auf der Roche-Seite wie auch hier bei uns auf der Gemeindeseite, mal befragt, was ihre Bedürfnisse sind, also welche Flächenbedürfnisse haben, was für Infrastrukturbedürfnisse sie haben. Und dann haben wir mal quasi die Bestellung aufgenommen und haben mal geschaut, ob es überhaupt machbar ist, mit dieser Bestellung das alles abzubilden mit einem kleineren Fußabdruck. Da haben wir jetzt das erste Resultat, das scheint eigentlich zu funktionieren. Jetzt werden wir das nochmal mit dem Verein anschauen, ob das im Grundsatz stimmt. Und wenn das so ist, dann würden wir als nächsten Schritt dann quasi eine Art Studienwettbewerb machen. Also wir würden dann Planungsteams einladen, die uns hier Vorschläge unterbreiten würden, wie so eine Infrastruktur könnte aussehen. Zeithorizont trotzdem vom Ganzen, von so einem Riesenprojekt? Ja, wir haben gewisse zeitliche Dringlichkeiten und wir haben uns mal ein sehr sportliches Ziel gesetzt, dass wir 2028 die Sportinfrastruktur in Betrieb nehmen könnten. Das sind jetzt noch gut 6 Jahre. Das ist eine sehr grosse Herausforderung und sehr sportlich, aber wir wollten das eigentlich so in dieser Zeit schaffen.